Funkel, Funkel, kleiner Stern. Gott, du bist gleich dieser Kettfisch. Ich glaube, die mögen keinen Besuch. Das ist die Moto-Dreisine. Ach nein, die Viecher hier. Hab ich nicht so. Hab ich denn hier auch davon? Atium, mal ein bisschen schneller rudern. Das hört sich nämlich hinter mir nämlich nicht nett an. Ach, Atjom, echt jetzt? Wieder diese Aktion. Das ist Betsy wegen dir dreckig. Mann. Hey, ich hab eine Granate. Ja, Renate macht mit. Hier sind so viele Geräusche. Autsch. War zur Hölle. Dazu Kriegsbesuch. Ich glaube, hier geht's zum Strom. Ach, Besuch, aber das sind doch Neuankömmlinge, ey. Dann lasse ich gleich mal die Zimmer errichten. Woher habe ich eine Schlüssel? Hallo? Fetterfisch? Oh Mann. Bist du hier? Hoffentlich nicht. Ich will ja nichts sagen, weil hier sind wohl anscheinend ziemlich viele drauf. Du brauchst das ja nicht mehr, ne? Nennt man das Grabschändung?
das Vieh ist sie. Dran gedacht einzutreten? Nee, nur aneignen von nicht mehr benötigten Gegenständen. Ah, so ist das. Wo läuft der Hase? Hm. War nicht gerade viel. Nimm mal die Kuckerchen. Hey, jetzt kann ich tatsächlich in der Nacht lesen. Der blöde Catfish ist hier. Hör dich, du Lump. Hm? Nachtsichtgeräte sind wirklich praktische Dinge. Bist du? Ich hasse dich. Erinnert mich irgendwie an Moby Dick. Unten bleiben. Da gibt's wieder nettes Spielzeug. Erwischt. Ich fand irgendwie Böses, wenn ich hier rüberlaufe. Ich will ja nicht sagen, das Vieh hat wirklich Probleme mit mir. Oh. Atjom, kannst schwimmen. Atjom, Atjom, bitte kommen. Dein Signal wird schwächer. Terminal besteht aus Signal abgeschirmt. Seite kommst du jetzt. Ich hab gerade gesehen. Hey, Arschloch! Spring ja runter. Schön Frechheit. Ich habe, glaube ich, eine Pflanze getötet. Oh, Scheiße. Mann, Veganer werden jetzt aber bestimmt böse auf mich sein.
Pflanzenmörder, da sieht man Pflanzenleben auch. Ja. Tomaten schreien zum Beispiel um Hilfe. Trotzdem gehen Veganer bei und fressen Tomaten. Quatsch doch einfach mal, Atlum. Es ist typisch Atlum, ne? Immer dieser Wortkarte. Fängst du jetzt schon an zu laufen? Ach Mann, ihr seid doch langweilig. Komm her! Wie tot ist er? Hey. Sag mal. Müssen wir sterben? Ich glaube, ich habe die Mama umgebracht oder so, aber das wird wohl der Partner sein, der da draußen rumfliegt. Der Kettfisch, ey, Yassi. Bald zurück, Junge. Irgendwas war das da? Du wirst nicht mit dem Stein auf mich werfen. Sünder. Mit den Loot-Sachen hier. Ach, der arme Hund. Weißt du, die Pflanzen sehen echt komisch aus. Sag mal, lebst du noch oder bist du tot? Okay, sein Arsch zuckt noch. Ja, liebe Veganer, ich bringe gerade absichtlich diese Pflanzen. Weiß zwar nicht, was ich davon habe, aber es juckt mich nicht. Die sind mir auch nicht wirklich geheuer. Mhm. Weißt du, Väterchen? Halt doch einfach mal die Klappe. Ich werde schon machen. Dann hat Atjom dich schon mal enttäuscht. Immer seine Arbeiten gemacht. Oder Niki? Oh Mann. Wieder so ein Bug. Du schießt nicht auf mich. Ah ne, du wirfst ja nur einen Stein. Noch jemand mit Stein werfen? Autsch! Gut, danke, Niki.
ich alles fürs Loot mache. Ja, ja, mein Nachtsicht ist rechtsendlich. Genau. Oh. Sag mal, bist du bescheuert? Das war mein Opfer. Ich muss natürlich berechnen, dass das Nachtsichtgerät ganz schön viel Saft verfrisst. Ja, hat er mir mein Opfer geklaut? Ich fasse es nicht. Nicht, dass ich da durchschießen kann, oder? Du lebst noch, das weiß ich. Du stehst aber auch so echt blöd dahinter. Doch, nachladen. Gerade wo ich einen Eierschuss hätte ansetzen können. So, jetzt. Habe ich diesem Fisch eigentlich getan? Erst angefangen auf ihn zu schießen, nachdem er mich gefressen hat. Ja. Was wollt ihr denn alle von mir? Was? Boah, bist du hässlich. Sowas kann echt nur eine Mutter lieben. Sag mal, knullen gibt's nicht. Hat meine Frau was dagegen? Sag mal, nimmst du gerade den Fußboden durch? Perverses Vieh. Tja, ekelhaft. Oben liegt auch noch einer. Siehst du, da muss ich erstmal hin. Ich muss hier noch looten. Das Ding durch. Unfassbar. Unfassbar sowas. Den muss ich doch auch drehen, oder? Gibt's nicht einen anderen Weg? Ja, ja, Artyom ist ja gut. Ich zieh das Ding schon an. Bist du doch, sag mal.
Lass es die mal schmecken, wa? Wer denn das hingekriegt? Egal. Wenn ich drüber nachdenke. Ja, Anna. Ich lebe noch. Wie durch ein Wunder. Atjom, alles klar? Antworte. Kann ich hier nicht hochspringen? Tatsächlich nicht. Brauchst du das noch? Nein, gut. Macht sich halt Sorgen um ihren Mann. Feine Sache. Da ist irgendwie was jetzt. Kann das hier mal einer von euch übersetzen? Das sind... What the fuck? Habe ich jetzt gerade die Kinder da runtergesaust? Ups. Woanders kriege ich das Ding nicht frei. Muss ich mal kurz euch fragen, wollt ihr, dass ich den Catfish töte? Oder lebendig lasse? War so eine Frage. Noch kann ich das machen. Muss bloß nur laden. Nimm mich mal als lebendig lassen. Gut. Kann ich überhaupt da rausfahren? Das hier gibt viel Sushi, aber wegen mir kann er leben bleiben, wenn er dir später keine Probleme macht. Okay. Auf in die Moto-3-Serie. Das Ding ist absolut cool. Ich sollte das Türchen vielleicht vorher öffnen. Oh, ihr Flachdünnen, ich bin dann mal von hinten.
zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Naja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Draufschießen? Soll ich ein anderes machen? Ach, Betsy, dass du immer so dreckig bist. Du bist ein schmutziges, schmutziges Mädchen. Der Anhänger, den holen wir uns jetzt. Dafür müssen wir nämlich nach da unten fahren. Wo ich nämlich schon war. Hier gibt es noch was zum Hören. Betsy liebt es, wenn ich Hand an sie lege. Uns verschont habe, um anschließend einen Kugelblitz als Strafe für unsere Sünden zu schicken. Sünden? Wovon redete er überhaupt? Unser letzter Generator ist wegen dieser Dinger ausgefallen. Leute sind gestorben. Und die Sünden waren noch nicht alles. Er fuhr fort und sagte, wir müssten die Dämonen der Elektrizität bekämpfen. Elektrizität ist eine Sinne, das kommt mir so bekannt vor. So aus einer Serie oder Film war das. Idioten hörten ihm zu. Zum Glück hatte Roman genug Verstand, ihn rauszuwerfen. Sonst wäre mir die Sicherung durchgebrannt. Wie auch immer, aufgrund dieser idiotischen Ausschweifungen beschlossen wir, den Bau der Blitzableiter Palisade zu verzögern. Sollte der Irre ja, seinen vielleicht Zauber du? Doch in Aktion zeigen. 27. September. Dieser Silantius ist nicht so dumm, wie es scheint. Seine Zauber sind in Wirklichkeit Blitzableiter. Unsere Elektriker brauchten sehr lange, um zu erklären, was eine ordentliche Erdung ist. Und die Leute glauben noch immer, dass sie die Physik austricksen können. Aber diese Typen sagen einfach, Gott hätte es so gewollt. Und was wüssten sie schon? Gestern haben sie drei dieser Kugelblitze ohne Verluste vernichtet. Roman war allerdings sehr unglücklich. Manche Leute sind auch nie zufriedenzustellen. Aber welchen Unterschied macht die Farbe der Katze, solange sie die Ratten fängt? 5. Oktober. Silantius hat recht. Wir müssen uns des Rests der Ausrüstung. Richtig, der Untertiteltext ist schneller als alles andere. Sünde. Ich habe irgendwie immer noch nicht das Benzin gefunden. Nervt voll. So, dann werden wir mit der Dreisine mal losdüsen. Kurz vorher auf die UFO. Nein, ist gleich 17 Uhr. Also wir machen wieder Ratzeputz. Diese Elektrodinger möchte ich nämlich nicht begegnen. Ja, er geht heute ohne was zu trinken ins Bett.